Alter, willkommen zurück zu Let's Play Mario Tennis Power Tour. Letzte Part hin haben wir einige Einführungen bekommen, was hier los ist. Und wir haben einiges von schleierhaften, merkwürdigen Personen gehört. Dann am nächsten Tage wacht uns er uns auf, wie er versprochen hat. Hm? Macht er das? Ja, heute nicht verschlafen. Respekt. Geilo. Schon bereit fürs Training, hä? Ja, klar. Alles gut, es wird ernst. Aber ich schaffe das schon. Ernst? Oh, ich hab Angst. Steckt das Spezialtraining noch in Knochen? Ja. Naja, das Spezialtraining findet auch nur einmal statt. Einmal in 100 Jahren. Scherzkeks. Und sag mir jetzt, Ace, versuchen wir ein Doppel? Nein, tue ich nicht. Einzelspielen? Boah, mutig bist du ja schon, ne? Weißt du? Ich hatte gedacht, am ersten Tag muss ich hier um dich kümmern. Du kommst dann auch so zurecht, ne? Jetzt bin ich enttäuscht. Ich will im Einzel und im Doppel in die Gruppe A+. Du schließlich auch, oder? Naja, da erfahren wir, wer die Personen waren. Und das Open Tour müssen wir auch gewinnen, hast gehessen. Es macht nicht so ein Gesicht. Jeder Schüler knien wir schließlich in die A-Gruppe. Jeder! Die zweite Straße links hinter dem Restaurant führt zur Platz der C-Gruppe. Ich mache hier jetzt Einzel, weil das schwerer ist. Ernsthaft, Leute. Es ist schwer. Doppel sind auch ziemlich nett, aber nicht so schwer. Die mache ich später. Auf jeden Fall werde ich sie machen. Die hier sagt, wie viele Erfahrungspunkte wir noch brauchen für beide Charaktere. 15 Erfahrungspunkte. Wie das noch ganz funktioniert mit dem Level-System, werde ich auch noch zeigen. Ist nämlich ganz interessant. Und wer bist du? Training an der Akademie heißt nicht nur täglich in deine Gruppe zu spielen. Erst wenn du im Trainingszentrum die Basisschläge übst, wirst du zu einem echten Top-Spieler. Ja, das machen wir auch in diesem Part. Wir gehen nämlich ins Trainingscenter. Das ist ganz rechts. Aber bevor ich hier gehe, will ich die ganzen Leute hier ansprechen, weil manche hier reden was Witziges. Kaffee auf der Terrasse ist besser ein Wetter. Spitze! Ob ich das Training schwänze? Schwänzen? Nächster! Hey. Die Spielfelder der C-Gruppe findest du, wenn du den zweiten Begnadenort nimmst. Danke. Das hier ist die B-Gruppe. Da können wir jetzt auch schon rein, soweit ich weiß. Allerdings können wir dort nicht spielen. Und hier ist das Restaurant. Die geben ein Essen-Tipps, die mal gar nicht so schlecht sind. Also, ich werde mich später ein bisschen darum kümmern. Die reden meistens immer das Gleiche. Aber bevor ich jetzt überhaupt irgendwo hingehe, die hier noch. Kaffee auf der Rasse ist besser als die Spitze. Ob ich das Training schwänze? Ich sage jetzt genau das Gleiche wie die andere. Jetzt kann man aber darauf antworten. Ich sag mal, nö, ich schwänze nicht. Achso, Entschuldigung, wir haben es wohl noch nicht getroffen, weil ich öfter blau mache. Die macht öfter blau. Geil. Also sie schwänzt gerne. Und hier ist die B-Gruppe. Da können wir jetzt schon hinein, aber die werden sich wahrscheinlich beschweren. Schauen wir mal. Hi. Ah, Ace, was machst du denn hier? Oh, wollte mir alles mal so anschauen, ey. Ist doch kein Wunder, dass ich mich an dich erinnere. Ich war doch beim Spezialtraining dabei. Als Trainer oder als Mitmischer? Ah. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du hier gekommen bist, obwohl du C-Spieler bist? Ja, wollte alles so anschauen mal, ne? Du wolltest die PSP-Gruppe anschauen? Das habe ich ja gerade eben gesagt. Wenn du dir als C-Spieler die B-Gruppe anschaust, könnte das entmutigend für dich sein. Willst du trotzdem die B-Gruppe ansehen? Ja. Okay, darfst du dich hier ein wenig umsehen. Ausnahmsweise. Normalerweise hätte ich kein Recht dafür. Ja, nett. Und jetzt könnten wir mit allen reden, aber die werden wir alle noch kennenlernen hier. Diesen Dialog gibt es nur, wenn man noch nicht in die B-Gruppe aufgestiegen ist. Von der Trainerin hier. Sagt sie noch irgendwas Wichtiges? Die maskierten Spieler haben uns eine neue Tennistechnik gezeigt. Momentan werden im Trainingszentrum neue Maschinen aufgebaut. Aha. Okay, ey, ich störe mal. Hi! Juhu! Spielt euch weiter. Ich gehe noch ein bisschen rum, ja. Ach, das Spiel ist so nice. Da kann man ganz schön was machen. Und hier sind die Trainingsplätze. Du bist zum ersten Mal hier, richtig? Ja. Und wer bist du? Die nächsten Spieler nutzen das Angebot der Trainingsplätze. Und das obwohl dieses Training für dein Tennisspiel extrem nützlich ist. Ja, wie jetzt? Du bist neu hier. Ja.
Ich meine, ich hätte dich schon irgendwann wo gesehen. Moment, die kenne ich doch. Dieses Lampe. Ah, heißt Ace, nicht wahr? Ja? Genau, Ace! Gerade. Verdammt. Sollte ich nicht wegklicken? Puh. Na, sie blabert eh nur viel eigentlich. Das Verkampfgeist, aber meine Technik hapert es noch. Was ziemlich geil beim Spezialtraining. Wenn deine Technik besser wäre, hättest du auch beim Spezialtraining nicht so gelitten. Ich hab nicht gelitten! Ist doch wahr, also reg dich nicht auf, reg dich nicht auf. Ich reg mich auf! Komm, ich zeig dir die Trainingsplätze, ausnahmsweise. Ist schon gut, ich habe momentan nur so nichts zu tun. Ich bin ja nur ein Trainer, hab nichts zu tun. Komm mit! Hier werden die Schläge geübt, hier kann man sich ein bisschen einstellen spielen, wenn man noch keine Ahnung hat. Ist ziemlich nett gemacht. Vor allem, wenn man das erste Mal spielt, ist die Einführung geil. Vor allem jetzt der Gespräche hier. Auf diesem Platz kannst du Aufschlagtechniken erlernen. Hey, Trainer, kann jemand mal vormachen, wie man richtig aufschlägt? Ja, Will bitte vormachen? Soll der Trainer vormachen, wie es geht? Der hat einen geilen Akzent. Ihr könnt noch nicht mal aufwachen, wie man aufschlägt. Unmöglich, dieser Schüler! Tut mir leid, Kate, das mit der Kostprobe wird wohl nichts. Das ist ein Kacke. Ist nicht so schlimm, mach dir nichts draus. Auflage ist ein Ball hochwerfen, hinüberschlagen. Wie das Training genau abläuft, erfährst du das, wenn du es einmal ausprobierst. Also, nächsten Platz. Nächster Platz. Platz 1. Hi. Auf diesem Platz wird der Grundschlag trainiert. Das ist die hintere Reihe. Also, wenn ich jetzt kurz mit der Maus da reinfahren darf. Das hier ist der Grundplatz. Hier lernst du alles von der Theorie bis zu den technischen Feinheiten. Kate, was machst du da? Was machst du da? Ich mache gerade eine kleine Führung über die Trainingsplätze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so viel Zeit hast. Ja, die Spieler hier spielen am Netz. Ist auch ein geiles Training. Das ist recht, ich sollte allmählich zum Spiel am Netz-Trainingsplatz zurückkehren. Die haben viel zu tun dort. Naja. Ich habe wohl ein wenig herumgetrödelt und meine Pflichten vernachlässigt. Sollte man nicht tun. Du weißt ja, auf welchem Platz ich trainiere. Also, tschüss. Du solltest das Spiel am Netz trainieren. Auf jeden Fall. Also, tschüss, Ace. Also, das ist alles optimal hier, aber ich mache hier alles. Alle, jede Trainingseinheit. Nur eine Herausforderung könnte hart werden. Was ist das hier? Okay. Dies hier ist der Teich der Übungsschläge. Soll ich dir das Gerücht erzählen, das sich um diesen Teich rankt? Mach mal. Wenn du hier Übungsschläge ausführst, erscheint eine Göttung und erreicht dir eine Belohnung. Wer glaubt denn sowas? Es ist halt nur ein Gerücht. Ein Gerücht! Okay. Lass wir das. Fangen wir an mit Aufschläge zu trainieren bei diesem Trainer hier. Möchtest du ein wenig deinen Aufschlag trainieren? Jo, fangen wir an. Du das erste Mal beim Aufschlagtraining bist, werde ich dir zunächst die Grundlagen beibringen. Okay. Das Ideal ist zwar, Aufschlag Ass erzielen zu können, doch dafür ist es noch viel zu früh. Ein Ass, oh, das schaffst du never! Für dich geht es erstmal darum, einen sicheren Aufschlag zu erlernen. Natürlich reicht es nicht aus, einen sicheren Aufschlag zu haben. Wenn man dann einen Return-Winner verpasst bekommt, so kann man nicht gewinnen. Was das alles genau ist, wird noch alles erklärt, also chillt. Anfang des Trainings geht es nicht darum, das Spiel mit einem Aufschlag zu dominieren. Man kann aber. Du sollst zumindest die Position des Gegenspielers bei deinem Aufschlag berücksichtigen. Ja. Also, dann beginnen wir jetzt das Aufschlagtraining. Schau dir die Zeichnung an. Oh, das ist richtig nice. Der Aufschläger spielt den Ball diagonal nach links oben, steht da. Also immer auf die gegnerische Seite. 6 Zonen, ja, bla bla bla. A, B, C, D, E, F. G, H, I, wenn mit. Gegner, wenn es G ist, sollte man jetzt noch C schlagen, so nach D, ja, ja. Dann muss ich sich bewegen, wenn auf I steht, muss man auf C schlagen und ja, da, ja, da. Klar, soweit. Nach dieser Einführung lasse ich dich jetzt ein paar Aufschläge ausführen. Versuche von 4 Positionen aus richtig aufzuschlagen. Und warum der jetzt
der Trainer dahinter steht, weiß ich jetzt auch nicht. Also, wir schlagen doch mal mit A und B. Wenn man A und B gleichzeitig gedrückt am Ende, dann hat man sogar einen Smash. Okay, guter Aufschlag. Wenn man hier fehlt, muss man nochmal von vorne beginnen. Also, ah ja. Bis jetzt habe ich zweimal gesmashed, das ist der lila Ball. Jetzt machen wir mal einen Backspin, der ist blau. Und der Vorwärtsspin ist rot. Oh, puh. Nochmal bitte. Epic Fail. Das ist mir noch nie passiert. Kein Fehler. Oh, schau die Position. Darf nicht vergessen. Nochmal versuchen. Ja, klar. Das ist mir noch nie passiert. Eieiei. Ah, jetzt habe ich sogar einen super Aufschlag. Der ist sehr gut. Achi. Okay, jetzt machen wir es richtig. Ohne Wenn und Aber, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Yeah. Geht doch. Und wenn wir es geschafft haben, bekommen wir einige Erfahrungspunkte. Man sollte gleich verteilen auf beide, auf Ace und auf Clay, weil der Partner ist relativ gut, muss ich schon sagen, besonders wenn man sehr gut levelt. Wenn man das Spiel sehr schwer haben will, wirklich sehr schwer, dann sollte man alles, wirklich alles, dem Partner geben und sich selbst auf Level 1 lassen, aber das mache ich nicht, das ist mir zu krass. Das könnt ihr machen, ich mache das nicht. Und jetzt können wir Parameter erhöhen. Also, Kraft gibt an, wie stark wir schlagen. Das ist sehr wichtig wie Aufschlag und Grundschlag. Für Wolle ist eher das Tempo und die Kontrolle wichtig. Kontrolle, die ist die Ballkontrolle. Wenn wir das vernachlässigen, haben wir irgendwann keine Ballkontrolle mehr und wir schlagen irgendwo hin. Also wenn das nicht vorhanden ist, wirklich gar nicht mehr, dann könnt ihr es vergessen. Ihr werdet kein einziges Spiel mehr gewinnen. Ich habe es mal ausprobiert. Spin ist unnötig irgendwie. Aber wenn man das sehr hoch macht, wirklich sehr hoch, extrem hoch, dann kann das schon richtig geil sein. Tempo ist, wie schnell wir herumlaufen. Also wenn das Maximum ist, dann sind wir sehr schnell. Okay, für den Anfang mache ich jetzt mal Kraft. Und jetzt können wir Nebenparameter erhöhen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Aufschlag hoch machen, dann schlagen wir besser auf. Haben wir mehr Asse und die Gegner haben mehr Probleme, damit den Aufschlag zu erwischen. Der Grundschlag ist eher nebensächlich. Das ist, wie schnell oder wie gut hier smashen können und ja, das ist eher nicht so. Wolle ist Spiel am Netz. Wenn man das hochlevelt, hat man sehr gute Chancen, wenn man am Netz spielt und hin und her läuft. Also mit Tempo und Wolle, wenn man das hoch macht, nicht schlecht. Dann Topspin und Slice. Topspin ist der Vorwärtsspin, Slice ist der Rückwärtsspin. Also das Hinaus- und Hineinfallen vom Ball. Ich werde jetzt für erst einen Aufschlag machen. Yes! Und bei Clay, ja, den mache ich mal auf Kontrolle und Volley. So. Und wir bekommen ein Geschenk für die Minispiele. Das Hauptmenü in die Minispiele ist in der Option verfügbar. Das ist draußen. Beim Aufschlag. Und dann das können wir Aufschlagtraining Level 1 absolvieren. Jederzeit. Bekommen wir Erfahrungspunkte dafür. Das Maximum Level, glaube ich, ist 99 oder 100. Ich habe noch nie auf 100 trainiert, Leute. Das ist mir zu lustig einfach. Ja, ja, wir sind in der C-Gruppe. Ja, ja. Muss das Training noch vorbereiten. Wenn du das heute Gelernte beherrschst, werde ich dir eine nächste Trainingsstunde geben. Komm danach zu mir. Und wenn man ihn nochmal anspricht... Okay, dann muss ich raus dafür. Oh nein, der ist es, der ist es, der ist es. Der hier analysiert unseren Aufschlag. Wir brauchen Gegenspieler, wozu, weiß ich auch nicht. Schlägt zuerst einen Aufschlag mit Topspin. Das Gemeine ist, jeder Aufschlag muss super sein. Für einen C-Spieler ein perfekter Topspin. Ein Slice müssen wir B drücken, aber es muss ein super Aufschlag sein. Das ist gar nicht mal so einfach. Einfach, wenn der Ball am höchsten ist, drücken. Und jetzt den Geraden. Achi! Aufschläge bis 155 km/h sind in der C-Gruppe normal. Das heißt, wir sind zu langsam. Oh. Für einen C-Spieler hast du einen durchschnittlichen geraden Aufschlag. Aber die anderen beiden Varianten sind sehr gut. Nice. Verzichte im Match auf geraden und setze Slice und Topspin ein. Okay. Der hier hilft uns immer. Sagt, wie wir aufschlagen. Und der hier, der fordert uns heraus. Hast du Lust auf einen Aufschlag-Duell? Jo! Ach, echt?
Du weißt, dass es darum geht, wer als erster einen erschlägt, ja? Ja? Du fragst dich so? Ein Aufschlag-Astroel wäre einfach so schwierig. Geht nicht. Ist OP, overpowered, schaffen wir nie. Würde 10 Jahre dauern. Ah, ich habe eine Idee. Du musst spätestens mit deinem Schlag nach dem Aufschlag einen Punkt machen. Wunder. Spielt dabei keine Rolle, ob du den Punkt mit Wolle oder einen Grundschlag machst. Also auf dem Netz laufen oder nicht. Wenn du mit dem Schlag nach dem Aufschlag keinen Punkt holen kannst, dann liegt das daran, dass der Aufschlag nicht gut war. Wenn du mit dem Schlag nach dem Aufschlag, was ist das für ein Wortspiel, ein Punkt holst, spricht das dafür, dass der Aufschlag gut war. Okay. Ich habe zwar gar nichts gecheckt, aber okay. Ein Spiel, bei dem jeder Punkt spätestens mit dem Zweischlag gemacht werden muss, gibt als Aufschlag darüber, wie der gute Aufschlag ist. Wart! Ja, machen wir mal. Regeln brauche ich nicht. Müssen zwei Punkte einfach Freund sein. Und er ist jetzt mal ein bisschen besser wie die anderen. Der richtet sich nach dem, wo wir stehen. Und ich will jetzt mal so freistimmig hierher und Hachi! Und tschüss, Mann! Kein Punkt gemacht? Okay. Jetzt ist er dran. Annehmen! Ha! Und tschüss! Ich habe keinen Punkt gemacht. Wenn man Unschieden hat, dann kann man das bis alle Endlosigkeit treiben! Kein Punkt? Okay. Ich brauche mindestens zwei Punkte, sonst wird das hier nichts. Okay, wie mache ich das am besten? Oh, der war gut, der war gut. Ah, komm. Kein Punkt? Ja, super, das kann alle Ewigkeit dauern. Juhu! Juhu! Geiler Ruf von dir. Okay, das war nix. Das war auch nix. Ich spiel gerne hin und her. Hatschi! Ich bin mit der Steuerung mit der PS noch nicht gewohnt. Ist keiner gewonnen, bekommt zwei Erfahrungspunkte, ja schön was. Nicht schlecht, nochmal. Ja, bitte. Das könnt ihr jetzt bis alle Ewigkeit treiben. Woo! Und stopp. Okay. Ich glaube, ich probiere es mal mit einem Stoppball. So. Machen wir mal. Nein, das ist der Topspin, oder? Wie gesagt, ich bin mit dem Controller noch nicht so gut eingespielt. Mit Tasten hätte ich jetzt hier keine Probleme. Oh, das war knapp. Und tschüss! Ha, Punkt endlich. Punkt gemacht! Yeah! Wir brauchen mal zwei Punkte. Wow, das war knapp. Ich liebe so knappe Sachen. Okay, und jetzt Slice! Toll, 1-0. Ich brauche jetzt einen Punkt. Ah! Puh! Ach, das ist mal gar nicht so einfach. Ja. Ich glaube, ich level ein Level und dann geht das richtig fetzig. Das machen wir später weiter. So, auf ins nächste Training! Hi! Möchtest du Grundschlag trainieren? Jo, bitte! Als erstes erkläre ich dir, wie man was ein Return ausmacht. Return ist das direkte Zurückspülen von Aufschlag. Das erklärt sie jetzt auch hier. Und ja. Wissen wir ja alles. A, B drücken, schon recht. Jetzt weißt du, was einen guten Return ausmacht. Das heißt, wenn wir richtig zurückspielen, dann hatten die Gegend ganz schön Probleme. Im praktischen Training werden wir sehen, ob du die Erläuterung wirklich verstanden hast. Du wirst jetzt Return schlagen, ob du willst oder nicht. Als links hinter schlägst du einen Aufschlag, der von rechts kommt, per Topspin zurück. Also umgekehrt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und tschüss. Topspin, Topspin. Jo, passt. Hab ich jetzt alles richtig gemacht, obwohl ich nichts verstanden habe. Yeah! Gewonnen. Ne, es war nur das Training. Okay, Level 3 für beide. Ich gehe jetzt mal auf Kontrolle. Ja, ich mach mal Topspin, weil ich will nie, dass etwas runter geht. Das ist ja nicht so gut. Und unser Partner bekommt mal einen Spin. Ja, ich trainiere den mal auf Spin, auf Topspin. Das Slice mache ich auch mal. Grundschläger-Training ist jetzt verfügbar. Glückwunsch! Und
Der hinten, der gibt uns eine Herausforderung für den Grundschlag. Ich bin der Beste von allen, das siehst du doch auch so, oder? Nein. Du scheinst ja recht selbstbewusst zu sein, was deinen Grundschlag angeht. Lust auf der Welt? Ja. Das ist mutig von dir, alle Achtung! Mal sehen, wie du guckst, wenn das Grundschlag-Duell vorbei ist. Böse, ja. Das Grundschlag-Duell ist ein besonderes Spiel, bei dem es darum geht, wer den besseren Grundschlag spielen kann. Ich erkläre dir mal die Regeln. Was ein Tiebreak ist, dürfte ja bekannt sein. Ein Tiebreak ist, wer zuerst 7 Punkte hat. Also es geht dann bei 0-0 los und dann 1-0, 2-0 und das geht bis 7. Das ist so eine Art Unentschieden, Ausspielen. Das ist etwas Interessantes, was selten vorkommt bei dem Spiel, aber ich... Mal sehen, ob ich es schaffe. Der Aufschläger schlägt zurück, bla bla bla, geht es weiter wie ein Gerichtsmatch. Wer als erstes 7 Punkte erreicht hat, 2 Punkte Abstand, hat gewonnen. Die Regeln sind wie beim Tiebreak, nichts Besonderes. Das Besondere ist der Platz. Zwischen Netz und der Aufschlaglinie befinden sich die Elastopaneele. Sie machen die Besonderheit aus. Die Elastopaneele erschweren das Spiel am Netz. Ja, und das macht das Ganze ein bisschen interessanter. Und schwerer. So ein Platz ist das so ideal für den Grundschlagwettbewerb zu veranstalten. Wie das denn nicht? Der Grundschlag ist die untere Linie. Haha, heißt, hast du wohl keine Lust mehr, was? Zu spät? Okay, wollen wir mal! Die Palette hier, die wirft nämlich den Ball hoch. Das wird dann nicht mehr einfach. Ah, es macht einen Smash! Ah, Mist! Puh, 1-0 für ihn. Ja, da bin ich, ja? Jetzt bin ich dran. Bam! Und jetzt kommt er! Ich spiele gerne am Netz, nebenbei. Auch im Real Life spiele ich gerne am Netz! Wow. Das war knapp. Oh, es könnte ein bisschen knapp werden. Oh, tschüss, Mann! 1-1. Normal geht's ja 15, 30, 45, ne 40. Aber das hier ist Tiebreak. Das funktioniert ein bisschen anders. Da habe ich mal was im Fernsehen gehört. Da haben zwei Spieler gespielt. Bis in die Nacht hinein. Die mussten das Match abbrechen, weil es zu lang war. Geil. Ja. Also, geh mal. Ah, der Spieler da Smashes. Lass das. Oder Stern auf Dach gekommen. Smash. Lass das ausführen. Alter, ich habe Probleme, den Controller zu spielen. Aber ernsthaft. Okay, jetzt aber zurück. Jetzt dahin und bam. Braucht mehr Kontrolle beim Ball. Das ist ja viel zu wenig noch. Ah? Immer andrin schön. Dann hat er noch mehr Probleme. Näher an Netz und jetzt. Yeah. Zwei beide. Zwei Bade. Man kann auch einen Taunt machen. Ah! Puh! Das könnte jetzt länger dauern, habe ich das Gefühl. Und Tati! Die Kontrolle ist gar nicht so einfach. Ich dachte wirklich, ich hätte keine Probleme! Danke! Haha! Haha! Das trifft mir nicht! Oh! Lass das! Okay! Spannendes Match ever! Ja, und zu mir! Jemand auf der anderen Seite spielt, ist eine gute Idee. Da muss er nämlich sehr viel laufen und jetzt am Netz. Hatschi! Wenn jetzt einmal Lob macht, okay. Macht er nicht. 3-4. Hatschi! Ich glaube, wenn ich da mit dem Controller eingespielt bin, dann bin ich richtig nett. Gut. Bei der Tastatur war es ja schon nice. Komm! Ja! Komm her! Und tschüss! Danke! Noch 2 Punkte für mich. Wow, das war knapp. Immer schön in der Mitte stehen. Puh, hat man keine Probleme bei diesem Aufschlag, aber das war jetzt hart. Okay. Wow, der war gut. 6-4 und jetzt geht's richtig los. Nebenbei, wenn man ein Tiebreak hat, dann ist das eine ziemlich geile Musik im Matches. Dann ist das richtig nice. Muss man sich ein bisschen konzentrieren jetzt, Leute. Ich habe jetzt keine Zeit zu kommentieren. Tschüss. Wir endlich besiegt, du. Ah, boom. Und tschüss. Bah. Puh, was war das denn? 50 Erfahrungspunkte gibt es dafür. Es gibt es auch beim Aufschlag-Duell, wenn wir das schaffen. Kein Level-Up diesmal leider. Und das... Grundschlagturnier ist jetzt auch verfügbar in Optionen. Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein!
Nein, das habe ich beim Krummschlag-Duell verloren, gibt es nichts mehr, worauf ich beim Tennis stolz sein kann. Wie konntest du mich beim Krummschlag-Duell besiegen? Aus Betrügen oder was? Ich werde hart trainieren und unglaublich stark werden. Wenn ich zurück bin, wirst du noch bereuen, mich geschlagen zu haben. Merkt ihr das? Ich glaube, der hat Probleme. Okay, weiter geht's mit dem letzten Training vorerst. Das ist nämlich das Netztraining. Möchtest du am Netz spielen? Ja, das spiele ich sehr gerne. Als erstes bringe ich dir das Surf and Volley bei. Also aufschlagen und dann am Netz spielen. Der Aufschläger A schlägt auf und der Rückschläger schlägt zurück. Der Aufschläger soll den Ball weit nach hinten bis an die Aufschlaglinie spielen. Ganz normal also. Und dann muss man ans Netz stürmen. Das heißt, man darf nicht mehr zurück. Nicht mehr hinter dieser Linie. Der Aufschläger, ja, dir erklärt das jetzt hier. Hast du die Erklärung verstanden? Jo. Ein echter Sportler lernt nicht nur Theorie, er probiert sie auch in der Praxis. Darf ich mitmachen? Damit du das Surf and Volley Spiel erlernen kannst, beginnen wir jetzt eine Übungsstunde. Mach mal. Du schlägst auf, rennst nach vorne und zum Netz und dann machen wir eine Seite-Seite-Spielerei. Okay. Aha. Also aufspielen, vorlaufen und dann hinüber den Ball. Boah, das war fast schon aus. Man kann auch ins Ausschießen hier im Spiel, ja? Besonders wenn man keine Kontrolle hat. Was? Ach so, Mann. Ich darf sie ja nicht treffen. Da machen wir jetzt einmal auf. Oh. Ich war nicht am Netz. Sorry. Ja, so. Was? Irgendwas verstehe ich dann nicht immer bei dem. Was war es? Das machen wir jetzt nochmal, was so schön war. Ich glaube, man muss von der anderen Seite aufschlagen. Also aufschlagen, hinüber, hierher und dann rüber. Wie jetzt? Moment, hinüber, dann. Ach so, mit der Rückhand. Mann. Nee, Vorhand war das. Moment. Schau mal. Ja, das muss mit der Vorhand passieren. Okay, da haben wir das mal rausgefunden, was da eigentlich wichtig ist. Immer mit der Vorhand. Okay, die Vorhand ist da die linke Hand. Das muss man hier auch beachten. Also ist gar nicht mal so ohne das Spiel. Gut, dass ich mich mit Dennis ein bisschen auskenne. Okay. Das war jetzt knapp mit der Vorhand. Dum, 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 chillig. Was? Das war doch mit der linken Hand. Irgendwas ist da falsch gegangen. Man muss es viermal schaffen, dann bekommt man... Hat sie gesagt, ja, richtig, aber so ist es immer falsch. Jetzt lass mich endlich das machen. Nochmal. Okay, mit der Vorhand. Also mit der linken Hand. Hatschi. Geht doch. Tschü. Okay, jetzt ist es mit der Rückwand gegangen, aber naja, lass wir das. Das mit Volley muss mir einer mal genau erklären. Ich glaube, ich werde mir da ein bisschen die Regel durchlesen hier. Hier gibt es nämlich ein Regelwerk, ein Regelbuch. Das Regelbuch von dem Spiel ist mal gar nicht so schlecht, Leute. Ist empfehlenswert zu lesen. Oh yeah! 50 Erfahrungspunkte! Yeah! Was? Achso. Ruhig verteilt. Okay. Level up. Dann mache ich mal auf Spin. Volley. Ja. Ich sollte Spin auch nicht unbedingt vernachlässigen. Jetzt mache ich den auf Tempo. Mehr Speed! Yeah. Und wie gesagt, ich mag nichts, wenn irgendwas runtergeht. Bei den Levels Ups lasse ich das immer so gleichmäßig. Das war wunderbar. Ich würde sagen, du hast das Surf- und Volley-Übung verstanden. Ich muss die Trainingseinheit für die nächste erst vorbereiten. Warte noch wenig, ja? Ja, da müssen wir nämlich in der B-Gruppe sein, damit die das annimmt. Und der hier will auch ein Match am Netz. Und mit der Herausforderung also an. Das Spiel am Netz ist meine Spezialität. Du wirst schon sehen, wer das Spiel am Netz beherrscht. Ich allein! Ich erkläre die Regeln. Der Aufschläger und bla bla bla. Beide dürfen niemals einen Schlag hinter den Aufschlag ausführen und dann müssen sie vorlaufen. Nie wieder zurück. Und dann geht's richtig rund. Regel verstanden? Jo!
Das sind die Regeln. Wer es hat für sich entscheidet, hat gewonnen. Komm, wir fangen an. Okay, also Aufschlag. Und jetzt spielen. Puh. Das wird kein Wolle, verstehe ich noch immer nicht. Wow! Lass mich. Wolle ist doch das Spiel am Netz, oder? Nee, ich muss mal wirklich lesen, das. Der spielt auf zwei Unterschied. Also, wow, in die Fresse! Was? Guter Return, mein Freund. Ich darf mich natürlich bewegen, wenn er aufschlägt. Und jetzt. Einstand ist Gleichstand. Warum das Einstand heißt, weiß ich nicht. Und warum das Punktesystem bei Tennis so interessant ist, das weiß auch keiner! Vorteil! Aufschläger heißt das dann. Wow! Okay, okay, wieder Einstand, Gleichstand! Der ist wirklich gut. Woo! Yeah. Okay, weiter! In die Fresse! Und jetzt... Wenn der einmal vorbei ist, kann man ihn vergessen. Außer man hat maximales Tempo. Eine Chance noch! Lass mich in Ruhe! Bam! In die Fresse! Geh endlich nach Hause, du! Bam! In die Fresse! Und jetzt kommt zurück! Wow! Hey! Spiel für mich! 1-0! Was? Das geht auf zwei Runden? Ach meine Güte! Ja, kein Volley gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt noch. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Schon lange kein Tennis mehr gespielt. Bam. Uff. Ja, hinter den Balken, das ist gemein. Ich bin noch viel so langsam. Ich brauche mehr Speed. Unbedingt. Sonst wird das hier nichts mehr. Wow. 1-1. Aus Bade. Ist auch schön, sterbe Scheiß. Und jetzt rüber. Jetzt! Da ist auch nicht was will, ne? Jetzt! Geht doch! Der war gut! Schreibt mir in die Kommentare, wie das mit dem Volley funktioniert. Ich habe keinen blassen Schimmer jetzt. Vielleicht habt ihr eine Ahnung. Uff, Volleyball! Lass mich! Ich hätte vielleicht auch die Erklärung anhören sollen! Tschüss! Was? Das geht auf drei Unterschied? Ach du meine Güte. Ja, ich bin noch viel zu langsam für das Training. Das ist hart. Aber es geht noch. Atschi, ich habe noch eine Chance. Nee. Da ist die C-Gruppe ja viel einfacher. Oh, er hat kein Volley gespielt. Leute, mir ist wieder eingefallen, was ein Volley ist. Der Ball darf nicht aufkommen. Ja, schön. Komm! Jetzt ist mir eingefallen. Gut. Niemals den Boden berühren ist die Devise. Und. Ja, schön recht. Wenn der Ball einmal aufkommt, kann man es vergessen. Wow, das klappt. Das auch. Puh, hart. Bam, in die Fresse! Bam! Und jetzt gehen wir zurück zum Anfänger! Spiel 2-2. So gehen die normalen Matches auch hinterher, da, ne? Woo! Okay, verdammt. Oh, jetzt geht's auf 7 Unterschied. Jetzt haben wir einen Tiebreak! Aus Bade! Oh, tschüss! Oh, 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 oh! Ja, kein Wolle. Wenn der Ball einmal aufkommt, kann man's vergessen. Alter, dann zählt's nicht mehr. Okay, 2 Bade. Zwei Bade. Jetzt rede ich schon weiter mit dem Dialekt. Sorry, Leute. Smash. Nein, kein Wolle schon wieder. Mann. Ist gar nicht so einfach, Leute, wie man denkt. Konzentration ohne Ende hier. Woo! Okay, kein Wolle. Ja. Wie ich jetzt drauf kam, finde ich es mit Wolle. Ich habe einfach an einen Volleyball gedacht. Da darf der Ball auch nicht aufkommen. Level up mit the speed. Ja, Volley, vergiss es.
keine Rolle gespielt. Yeah. Vielleicht soll ich einfach mal nur so draufhauen. Einfach nur so. Wow. Der ist schnell. Das ist eine gute Taktik, was ich jetzt habe. Spannung pur. Ja. Bam. Ich mag das, wenn die so in die Fresse geklatscht wird. Okay, das war jetzt gut. Puh. 25 Erfahrungspunkte für das Training hier. Das hat sich ausgezahlt. So ein Mist, ich hab verloren. Ich bin schlecht beim Spielen jetzt gegen mich zu gewinnen. Das heißt schon was, ne? Das heißt schon was. Aber pass gut auf. Bei nächsten Gelegenheit werde ich dich schlagen. Aber nicht in die Fresse, ja? Ich hoffe, Leute, dieser Trainingspart hat euch gefallen. Und ich werde jetzt in die C-Gruppe gehen und dann diesen Spaß da drüben wieder herausfordern bei einem Aufschlagduell. Weil der ist nicht ohne. Okay, Leute, im nächsten Part geht's hinein in die C-Gruppe. Dort werden wir ein paar Runden spielen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!